und Gesundheit um, um die Situation von Kindern und Jugendlichen in den aktuellen Krisenzeiten mittels Bewegung, Kulturangeboten und Maßnahmen für die körperliche und seelische Gesundheit zu verbessern. Bestandteile dieses Zukunftspaketes sind unter anderem das neue Bundesprogramm, das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, sowie Informations- und Mitmachkampagnen zu bereits bestehenden Angeboten im Bereich der kulturellen Bildung und des Sports und das neue Modellprogramm der Mental Health Coaches an Schulen. Diese Mental Health Coaches starten ab dem Schuljahr 2023/24 und sollen an Schulen ab der Sekundarstufe 1 eingesetzt werden. Diese Coaches sollen präventive Angebote zur Stärkung der mentalen Gesundheit, der Resilienz und des Wohlbefindens machen. Außerdem sollen sie für Schülerinnen und Schüler in akuten Krisensituationen Ansprechpersonen im Sinne einer ersten psychischen Hilfe sein und bei Bedarf dann an weitere Unterstützungsangebote vermittelt werden können. Und zudem werden Rechtsansprüche für Kinder und Jugendliche und Familien in Krisenzeiten umgesetzt. Ich möchte hier beispielsweise noch nennen das bundesweite Programm Elternchancen, das wir stärken werden und gezielt Familien ihren Ressourcen für die Entwicklung und der Bilder der Kinder unterstützen werden. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Es geht mir vor allem um diesen Bericht, der zusammen mit dem Gesundheitsministerium vor circa 3 Wochen vorgelegt wurde. Die Folgen eben für junge Menschen durch die Corona-Pandemie bzw. die ganzen Lockdown-Maßnahmen. Und da kam ja raus, dass 3/4 sich schlussendlich als erheblich psychisch belastet dadurch erwiesen haben unter den jungen Menschen. Stichwort Schulschließungen, Stichwort soziales Leben wurde auf Null gesetzt. Gerade für diese Alterskohorte ist es ja besonders tragisch, wenn man 2 Jahre seines noch kurzen Lebens unter quasi Lockdown-Maßnahmen erleben muss. Deswegen einfach meine Frage. Auch vor dem Hintergrund, dass junge Menschen ja kaum ernsthaft an Corona erkrankt sind, haben sich nach Ansicht Ihres Hauses die ganzen Maßnahmen dann gelohnt, wenn man sich die Auswirkungen auf junge Menschen ansieht. Danke für die Nachfrage. Bei der Vorstellung des Berichtes der IMA, also der Interessenten Arbeitsgruppe, ist ja bereits deutlich gemacht worden, dass die Bundesregierung auch übrigens im Lichte der Erkenntnisse des Lockdowns sich sehr, sehr stark davor eingesetzt hat, auch gegenüber den Bundesländern und mit den Bundesländern, dass eben das, was wir wissen aus den Lockdowns, dass nämlich Begegnung und Bildung und Bildungsangebote, übrigens nicht nur Schule, sondern auch Jugendeinrichtungen, Sport, Kultur, nicht nur überlebenswichtig für Kinder und Jugendliche sind, sondern eben auch ganz besonders wichtig sind für ihre psychische Gesundheit. Und deswegen ist es auch richtig, dass aus diesen Erkenntnissen gefolgt ist, dass auch über den letzten Winter hinaus, als die Zahlen wieder gestiegen sind, genau diese Bildungseinrichtungen geöffnet blieben. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Sie haben diese Health Coaches ja erwähnt. Interessant in dem Zusammenhang auch, dass zum Beispiel der Bayerische Philologenverband eine erhebliche Betreuungsleistung bei bis zu 6 Schülern pro Klasse erwartet. Also darauf zielt das ja, nehme ich auch an. Deswegen die Frage, ist das dann quasi so wie in US-Schulen, dass es halt ein Büro gibt, in das man gehen kann als Schüler, oder wird da wirklich proaktiv wird da auf Schüler zugegangen, die ja vielleicht von sich aus erst einmal das gar nicht wahrhaben wollen, dass sie schlussendlich da Probleme haben? Also ist das ein aktiver Ansatz? Wird da auch mit den Lehrern zusammengearbeitet? Oder ist das irgendein Büro im Souterrain der Schule? Also wer sich ein bisschen mit Schul- und Bildungsfragen auseinandersetzt, weiß, dass in multiprofessionellen Teams, die an Schulen ja arbeiten, immer alle miteinander sprechen und vernetzt arbeiten. Sei es jetzt Schulsozialarbeit, sei es StreitschlichterInnen, Psychologen und so weiter. Und so wird es auch bei den Mental Health Coaches sein. Das werden sozialpädagogische Fachkräfte sein, die gezielt in Fragen der psychischen, der seelischen Gesundheit fortgebildet werden, und selbstverständlich werden die Teil des Kollegiums sein und auch, glaube ich, einen wichtigen Beitrag leisten, damit eben alle Schülerinnen und Schüler gesund in diesem Land wachsen und aufwachsen können. Zu einer Nachfrage erhält die Kollegin Jansen das Wort. Ja,
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Lehmann. Der Bericht sieht in diesem Zusammenhang auch die frühen Hilfen als wichtiges und notwendiges Handlungsfeld an und fordert eine Dynamisierung der frühen Hilfen. Obwohl die Inflationsrate stark angestiegen ist, wurden zuletzt die frühen Hilfen im Vergleich zu den zwei Vorjahren wesentlich gekürzt. Und wann erfolgt nun endlich dem Koalitionsvertrag vereinbarte Dynamisierung und damit die Erhöhung der frühen Hilfen? Vielen Dank für die Nachfrage. Die sozusagen Neuausrichtung der frühen Hilfen und die Stärkung der frühen Hilfen ist Teil des Koalitionsvertrages und fest in der Agenda unseres Ministeriums. Und wir werden Sie dann informieren, wenn wir hier dazu gekommen sind, entsprechend Maßnahmen auf den Weg zu bringen und die auch gerne im Ausschuss vorstellen. Nein, Sie haben nur eine Nachfrage. Ich rufe auf die Frage 2 der Abgeordneten Silvia Breer zur Verausgabungsfrist für bewilligte Bundesmittel zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Für die Bundesregierung ist es ein sehr, sehr wichtiges Ziel, durch ein verlässliches Angebot von Ganztagsbildung und Betreuung die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern zu stärken, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, die Erwerbstätigkeit von Müttern zu steigern und damit auch Familienarmut zu reduzieren. Das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in den sogenannten Beschleunigungsmitteln, für das der Bund den Ländern ja 750 Millionen Euro bereitstellte, war ein erster, aber sehr, sehr wichtiger Schritt, um im Zuge der Corona-Pandemie gezielte Impulse zu setzen, um ab dem Schuljahr 2026, den dann eben stufenweise einzuführenden Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Grundschulalter zu flankieren. Und Grundlage dafür stellt das bekannte Ganztagsförderungsgesetz dar. Auf Bitten der Länder wurde der Förderzeitraum der Beschleunigungsmittel Ende 2021 bereits um ein Jahr, nämlich bis Ende 2022, verlängert. Beschleunigungsmittel, die bis dahin nicht abgerufen wurden, fließen den Basismitteln zu und werden dann nach Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Das Geld geht also nicht verloren. Und eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern für dann die neue Phase des Programms befinden sich aktuell im Unterzeichnungsverfahren und können dann hoffentlich auch bald bekannt gemacht werden. Eine weitere Fristverlängerung ist nicht vorgesehen. Die Länder haben übrigens auch nicht den Bund darum gebeten, eine Fristverlängerung vorzunehmen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Uns liegen ja inzwischen Meldungen von Kommunen vor, dass diese Mittel eben nicht verausgabt und der Nachweis, Verwendungsnachweis nicht erbracht werden konnte. Wir haben in der letzten Sitzungswoche eine Debatte gehabt, die Ihre Kollegin Staatssekretärin hat in der Debatte gesagt, die Verwaltungsvereinbarung regelt, bis wann die Mittel abgerufen werden sollen, aber nicht, bis wann die Projekte abgeschlossen sein müssen. Das obliegt den Ländern. Auch Niedersachsen kann darüber bestimmen, bis wann diese Projekte abgeschlossen werden. Wir haben den Fall der Gemeinde Hesel in Niedersachsen. Stimmen Sie mir zu, dass nach der zwischenzeitlichen Klärung zwischen Ihrem Haus und dem Land Niedersachsen, wonach Niedersachsen ganz klar nicht in der Lage ist, diese Frist zu verlängern? Stimmen Sie mir also zu, dass die Aussage Ihrer Kollegin falsch war? Vielen Dank der Nachfrage. Nein, dem stimme ich nicht zu. Wir haben am Montag ja sehr, sehr intensiv in der Anhörung auch gemeinschaftlich gehört, wo das Problem ist. Und das Problem ist eben nicht die bundesgesetzliche Grundlage, sondern das Problem ist gerade in diesem konkreten Fall der Gemeinde Hesel das Verwaltungshandeln zwischen der Genehmigungsbehörde und dem Projektträger. Und es ist natürlich theoretisch möglich, im Gesetz die Fristen zu verlängern. Wie gesagt, darum wurden wir bei den Ländern aber nicht drum gebeten. Und ich halte sozusagen das für sehr, sehr notwendig, dass gerade im Fall dieser Gemeinde, Samtgemeinde ja korrekterweise, Hesel, jetzt pragmatisch darauf hingearbeitet wird, dass eben die Mittel, die beantragt wurden, aber leider nicht verausgabt werden konnten von der Gemeinde, dann im Rahmen der neuen Verwaltungsvereinbarung der Gemeinde wieder zur Verfügung gestellt wird, damit eben dann dieser Bau der Mensa, darum geht es ja konkret in dem Fall, auch vollzogen werden kann. Richtig ist, es braucht hier ein pragmatisches Handeln, aber es braucht aus unserer Sicht keine Änderung der bundesgesetzlichen Grundlagen. Wir haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ich stelle also fest, dass das Land Niedersachsen in der Lage ist, das Geld zu übertragen. Oder sieht Ihre Lösung wie folgt aus? Die Kommune zahlt 700.000 plus Zinsen an das Land zurück, stellt dann einen neuen Antrag nach der Verwaltungsvereinbarung 2 in der Hoffnung, dass Niedersachsen in 24 dann auch die Kofinanzierung zur Verfügung stellen kann. Dann ist die Mensa zwar lange fertig, aber der vorzeitige Maßnahmebeginn wird trotzdem bewilligt. Und dann kriegt die Kommune die 700.000, die sie jetzt schon hat. Und was ist mit den 4% Zinsen?
Danke der Nachfrage, Frau Kollegin. Es geht uns doch allen sicher darum, dass in der Samtgemeinde Hesel diese Mensa gebaut werden kann. Und ich sehe nach dem, was übrigens unser Ministerium auch der Gemeinde mitgeteilt hat, übrigens noch mal sehr intensiv in einem persönlichen Gespräch nach der Anhörung am Montag, in der Tat den Weg darin zu beschreiten, dass wenn das Land Niedersachsen sozusagen über die Genehmigungsbehörde das Geld zurückverlangt, dass das dann im Rahmen der neuen Verwaltungsvereinbarung wieder genehmigt wird. Und wenn die Genehmigungsbehörde Niedersachsen auf Zinsen verzichtet, fände ich es ein sehr, sehr gutes und pragmatisches Vorgehen. Ich rufe auf die Frage 3 der Kollegin Silvia Breher zum Investitionsprogramm zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen. Bitte, Herr Staatssekretär. Kollegin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Kollegin, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Der Bund beteiligt sich mittlerweile seit 2008 mittels umfangreicher Finanzhilfen am Ausbau der Kindertagesbetreuung. Neben dem 4. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung läuft aktuell noch das 5. Investitionsprogramm, mit dem der Bund insgesamt 1 Milliarde Euro für den bedarfsgerechten Ausbau von zusätzlich 90.000 Betreuungsplätzen unter Berücksichtigung natürlich von Neubau, Ausbau und Erhaltungsmaßnahmen sowie notwendige Ausstattungsinvestitionen bereitgestellt hat. Zuletzt wurde das 5. Programm im Juni 2021 um ein weiteres Jahr verlängert und es werden demgemäß Investitionen gefördert, die noch bis zum 30. Juni bewilligt werden und die Mittel können auch noch bis Ende dieses Jahres abgerufen werden. Grundsätzlich ist natürlich der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung im Verantwortungsbereich der Länder und der Kommunen. Der Bund kann hier allenfalls unterstützend tätig werden und das tun wir im Rahmen unserer haushalterischen Möglichkeiten. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Herr, ist das Bundesfamilienministerium der Auffassung, dass die Teilhabe an der Kindertagesbetreuung eine wesentliche Maßnahme auch zur Verhinderung von Kinderarmut, von Armutsgefährdung, von Familienarmut darstellt? Und wenn ja, warum sind gerade in diesem Bereich der frühkindlichen Bildung so massive Kürzungen in Ihrem Haushalt erfolgt? Vielen Dank der Nachfrage. Ja, wir sind der Auffassung, dass Bildung, Betreuung, Erziehung im Kindesalter sehr, sehr wichtig sind für ein gelingendes Aufwachsen. Und deswegen hat sich eben auch der Bund seit 2008 mit 5,4 Milliarden Euro an diesem Ausbau, der wie gesagt eigentlich in der Zuständigkeit der Länder und Kommunen liegt, beteiligt. Da sind 750.000 Plätze geschaffen worden. Ich kann also nicht erkennen, dass der Bund hier nicht tätig ist. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Vielen Dank. Wird der Bund an der 2016 gemeinsam zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarung an einer dauerhaften Beteiligung des Bundes an Investitionen, aber vor allen Dingen auch an den laufenden Betriebskosten für eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung festhalten und sich daher auch weiterhin mit mindestens 845 Millionen Euro im Rahmen des Finanzausgleichs an den Betriebskosten beteiligen? Danke der Nachfrage. Der Bund beteiligt sich, ich habe es ja eben auch gesagt, was er bereits in der Vergangenheit geleistet hat und wird sich auch weiter im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten beteiligen. Ich rufe auf die Frage 4 des Abgeordneten Stefan Brandner zum Bedarf für das Amt eines Queerbeauftragten der Bundesregierung. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Diskriminierungsschutz für Minderheiten ist eines der Kernelemente unserer Demokratie und unseres liberalen Rechtsstaates und somit im Interesse aller, die in einer freiheitlichen Gesellschaft leben wollen. Alle Menschen sollen gleichberechtigt und frei und sicher und selbstbestimmt an dieser Gesellschaft teilhaben. Und damit dies eben auch für queere Menschen, also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, intergeschlechtliche Menschen möglich ist, sieht sich die Bundesregierung in der Verantwortung für eine aktive Politik gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz von Vielfalt. Deswegen hat sie im Januar 2022 erstmalig einen Beauftragten für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, kurz Queerbeauftragter, geschaffen. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Amt neben meiner Tätigkeit als parlamentarischer Staatssekretär ausüben darf. Die Aufgabe des Queerbeauftragten ist es, die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag für die Verbesserung der Akzeptanz von Vielfalt zusammen mit den beteiligten Bundesministerien auf den Weg zu bringen. Zudem hat der Queerbeauftragte die Erstellung des ersten Aktionsplans der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt koordiniert und setzt ihn ab diesem Jahr gemeinsam mit den Ressorts der Bundesregierung um. Und außerdem ist er der Ansprechpartner für die vielen, vielen Verbände und Organisationen der LSBTIQ+ Community.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, Herr Lehmann, dass Sie sich freuen, dass Sie das Amt bekommen haben, wundert mich jetzt nicht. Das Amt geht ja mit einer Menge Annehmlichkeiten, Zulagen, Chauffeur, Büro und Mitarbeitern einher. Also aus Ihrer Sicht kann ich das schon verstehen. Aber jetzt ist ja die Bundesrepublik Deutschland weit über 70 Jahre alt und die Bundesrepublik Deutschland hat nach meiner Kenntnis 70 Jahre lang relativ... Was schreien Sie denn schon wieder so dazwischen? Können Sie die Wahrheit nicht ertragen? Frau Künast, kümmern Sie sich um Ihre Zuckerrüben, da sind Sie viel besser aufgehoben als bei diesen komplexen Themen, die ich hier anspreche. Also, nun ist die Bundesrepublik Deutschland weit über 70 Jahre lang ohne Querbeauftragten ausgekommen. Deshalb war ja meine Frage, wie wurde der Bedarf ermittelt? Ich wollte jetzt nicht so allgemeine Plattitüden von Ihnen hören, sondern vielleicht Zahlen dazu. Wie wurde der Bedarf, konkret einen Querbeauftragten zu schaffen in Deutschland oder für die Bundesrepublik Deutschland ermittelt? Herr Staatssekretär. Herr Abgeordneter, dass Sie sich nicht freuen, dass es dieses Amt gibt, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache Ihrer ganzen Politik hier im Bundestag. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es dieses Amt gibt. Zweiter Punkt, um einfach mal auch mit Falschbehauptungen aufzuräumen, die Sie hier im Bundestag auch immer wieder auch in der Öffentlichkeit rausposaunen. Neben den Zuwendungen, die alle parlamentarischen Staatssekretäre bekommen, bekomme ich für das Amt des Queerbeauftragten keine weiteren Zuwendungen. Das ist also auch falsch, wie Sie das dargestellt haben. Und zum dritten Punkt, es gibt unterschiedlichste Studien und Befragungen, von denen es zig internationale Studien gibt, die davon sprechen, dass es zwischen 2,53% bis hin zu 12% oder mehr Menschen in dieser Gesellschaft in Deutschland sich als queer definieren. Das heißt, wir sprechen über Millionen von Menschen, die auch eine Vertretung in dieser Regierung, in diesem Bundestag auch verdienen. Darüber hinaus möchte ich sagen, dass es für die Frage, ob Menschen gleichberechtigt und frei und sicher an dieser Gesellschaft teilhaben können, nicht relevant ist, wie groß diese Gruppe ist. Das steht nämlich jedem Menschen zu. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Also ich kann Ihnen versichern, ich freue mich, dass Sie das Amt haben und auch dann davon zu profitieren. Warum Sie das Gegenteil behaupten, weiß ich gar nicht. Herr Lehmann, es gibt einen Aktionsplan Querleben der Bundesregierung, unter dem ist ausgeführt, dass eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von LSBTIQ-Sternchen, die Auseinandersetzung mit LSBTIQ-Sternchen-Feindlichkeit und intersektionalen Diskriminierungen bedingt. Hierfür bräuchte es einer verstärkten Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit zum Thema LSBTIQ-Sternchen. Als konkrete Maßnahme wurde die Verstärkung des Dialogs mit Religionsgemeinschaften zur Förderung der Akzeptanz von LSBTIQ-Sternchen vorgeschlagen. Vor dem Hintergrund frage ich Sie, mit welchen Vertretern der beispielsweise islamischen Religionsgemeinschaften haben Sie bislang über die Problematik Förderung und Akzeptanz von LSBTIQ-Sternchen-Personen gesprochen und was war das Ergebnis? Danke für die Nachfrage. Sie haben richtig zitiert, dass im Aktionsplanbeschluss insgesamt von einem Dialog mit Religionsgemeinschaften die Rede ist. Und deswegen, wir haben ja eine vielfältige Religionslandschaft in Deutschland, deswegen spreche ich mit allen Menschen, wie zum Beispiel erst kürzlich diese Woche auch mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, wo ich mich sehr, sehr freue, dass sie beispielsweise aktiv und sehr, sehr selbstbewusst und sehr engagiert unsere Bemühungen beispielsweise, was die Antidiskriminierung von transgeschlechtlichen Menschen angeht, unterstützen. Und es gibt auch immer mehr Moscheengemeinden beispielsweise, die sich diesem Thema sozusagen nehmen, die dort Kampagnen machen. Ich nenne beispielsweise die Kampagne Liebe ist Halal hier in Berlin, die da sehr engagiert ist. Und seien Sie versichert, dass ich mit allen Religionsgemeinschaften genau zu diesem Thema sehr intensiv im Dialog bin und ich auch feststellen kann, dass es dort auch immer mehr Fortschritt und immer mehr Offenheit für genau diese Themen gibt. So, es gibt noch zwei Meldungen zur Nachfrage. Die zwei werde ich auch zulassen und dann kommen wir zur nächsten Frage. Die erste Nachfrage stellt der Abgeordnete Peter Erker. Jetzt. Ja, vielen Dank. Also die Herangehensweise an organisierte Religionsgemeinschaften ist ja eine Sache, aber Sie haben ja sicher auch eine Problemfeldanalyse durchgeführt. Und gibt es da Erkenntnisse, aus welchen Bevölkerungsschichten denn die größte Ablehnung von queeren Lebensansätzen zu kommen scheint? Da bitte ich natürlich um eine wahrheitsgemäße Antwort. Vielen Dank. Also danke für die Nachfrage. Wenn Sie mich so schon fragen, muss ich sagen, wenn ich hier in dieses Parlament schaue, dass die queerfeindlichsten und damit menschenfeindlichsten Äußerungen und Bestrebungen und Anträge und Entwürfe aus Ihrer Fraktion kommen.
So, die letzte Nachfrage zur Frage 4 stellt die Kollegin Slavik. Es gibt ja sehr viele Beauftragte der Bundesregierung für einzelne Teile dieser Bevölkerung. Einen Queerbeauftragten hat es noch nie gegeben, obwohl queere Menschen noch immer sehr viel Diskriminierung in diesem Land erleiden müssen. Es ist auch unter der letzten Bundesregierung 16 Jahre lang sehr wenig für die Gleichberechtigung und den Abbau bestehender Diskriminierungen passiert. Das zeigen viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und wir wissen leider auch um die Gewalt, die queere Menschen tagtäglich erleiden müssen. Letztes Jahr ist der Transmann Malte C. leider auf einem CSD zu Tode geprügelt worden und ähnliche Gewalt gibt es leider tagtäglich in Deutschland. Also es ist so wichtig, dass wir mehr tun und deswegen frage ich Sie, Herr Lehmann, Sie koordinieren den Aktionsplan Queer Leben der Bundesregierung, der mehr Gleichberechtigung und mehr Akzeptanz für queere Menschen bringen soll. Wie ist da der Arbeitsstand? Was können Sie davon berichten? Vielen Dank. Ach so, ich kann direkt, ja. Danke, Frau Kollegin Slavik, für die Antwort. Sie haben richtigerweise das traurige Phänomen beschrieben, dass in Deutschland im Jahr 2023 trotz aller emanzipatorischer Errungenschaften, wie beispielsweise der Öffnung der Ehe, wir immer noch ein massives Problem mit Feindlichkeit gegenüber LSBTIQ haben. Wir haben die offiziellen Zahlen, dass wir jeden Tag 3 bis 4 Angriffe auf queere Menschen haben. Und das geht von Beleidigungen, Bedrohungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Und das ist nur sozusagen das Hellfeld. Die Dunkelziffer ist weitaus größer. Und unter anderem deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass die Bundesregierung übrigens zum ersten Mal in ihrer Geschichte im letzten Jahr einen Aktionsplan aufgelegt hat, um deutlich zu machen, dass diese Arbeit für gleiche Rechte und gegen Gewalt und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung eine Querschnittsaufgabe in dieser Bundesregierung ist. Alle Ressorts sind davon betroffen, alle Ressorts haben engagiert mitgearbeitet und setzen jetzt die Maßnahmen nach und nach um. Der Beschluss ist von Ende letzten Jahres und wir starten jetzt im März, also in diesem Monat, in einem breit angelegten Prozess, gemeinsam mit allen Ressorts, gemeinsam mit den Bundesländern und vor allem auch mit den Initiativen und Verbänden der queeren Selbstorganisation nach und nach diese Maßnahmen umzuarbeiten. Umzusetzen. So, Entschuldigung. Danke. Ich rufe auf die Frage 5 des Abgeordneten Stefan Brandner zu Studien über psychologische Auswirkungen von Doppelmutterschaften auf Kinder. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter, ich kann Ihre Frage wie folgt beantworten. Es gibt eine Vielzahl von internationalen Studien, die belegen, dass es Kindern in Regenbogenfamilien gut geht. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, zunächst muss ich natürlich mal klarstellen, Herr Lehmann, Sie antworten hier als Vertreter der Bundesregierung und nicht auf dem Grünen, sind nicht am Grünen Parteitag oder sonst woanders. Also jetzt dann hier in den Raum zu stellen, wir würden menschenverachtende Anträge in den Deutschen Bundestag einbringen. Ich gebe Ihnen mal die Gelegenheit, vielleicht gleich im Rahmen Ihrer nächsten Antwort. Ich weiß gar nicht, warum das Thema Sie so erregt. Bleiben Sie doch ganz ruhig. Ich frage doch ganz sachlich. Hören Sie einfach zu, Sie können doch was lernen. Ich gebe Ihnen gerne noch Gelegenheit, gleich im Rahmen Ihrer Antwort vielleicht mal so ein paar Beispiele für unsere menschenverachtenden Anträge hier im Deutschen Bundestag dazu legen. Und vielleicht können wir auch im nachfolgenden Schriftverkehr zur Vorbereitung einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht dann da noch was zu sagen. Ich hatte gerade nachgefragt, welche Auswirkungen, Mann, jetzt mit dem Kindergarten hier. Ich hatte gerade zu den Auswirkungen von Doppelmutterschaften gefragt. Sie haben zu Regenbogenfamilien geantwortet. Also die Frage ging ein bisschen daran vorbei. § 1591, über 120 Jahre alt, § 1591 BGB sagt ganz einfach, Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Jetzt gibt es bei Ihnen Bestrebungen, mehrere, 2 Mütter zunächst zuzulassen oder vielleicht demnächst auch mehrere. Wie genau soll das funktionieren? Danke, Frau Präsidentin. Also vielleicht noch mal zum ersten Teil Ihrer Frage, wenn es eine Frage war, zu kommen. Man muss sich nur die infame und unverschämte Rede Ihrer Kollegin Beatrix von Storch aus dem letzten Jahr mal anschauen, wo sie unser aller Kollegin Tessa Ganserer massiv diskriminiert hat. Mehr muss man nicht wissen. Sie meinen Markus Ganserer, darf ich? Sie meinen Markus Ganserer. Ist wieder genau das Problem. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, Sie würden sich freuen, dass es eine aktive Queerpolitik ist. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist sogenanntes Deadnaming, ist massiv diskriminierend und verletzt die Persönlichkeitsrechte unser aller Kollegin Tessa Ganserer.
So, jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir haben, das ist ein Phänomen, das in der Realität einfach vorhanden ist, dass zwei Frauen miteinander ein Kind bekommen können. Ich empfehle übrigens mal ganz lebenspraktisch Ihre Fraktionsvorsitzende Alice Weidel zu fragen, wie sowas geht. Die kann Ihnen da sicher genau Auskunft geben, wie so etwas geht. Und in Deutschland ist es leider so, dass wenn ein Kind in eine Ehe mit zwei Frauen hineingeboren wird, es rechtlich nur einen Elternteil hat. Übrigens auch dann, wenn der Samenspender bei einer Samenbank gespendet hat und mit dem Kind gar nichts zu tun haben möchte. Und das ist schlecht für die Kinder, weil die Kinder nur einen sorgeberechtigten Elternteil hatten. Und es ist der feste Wille dieser Bundesregierung, daran etwas zu ändern und einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das Abstammungs- und Familienrecht novelliert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann angekündigt hat, auch in diesem Jahr dazu den Gesetzentwurf vorzulegen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Also Sie können sicher sein, dass ich auch Alice Weidel, wenn sie demnächst auf dem Bundeskanzlerstuhl Platz genommen hat, durchaus in der Fragestunde mit meinen Fragen belegen werde. Und Frau Weidel wird dann in der ihr gewohnten, eloquenten Art und Weise darauf antworten. Sie haben gerade auf die Ausgangsfrage mehrere Mütter und Studien dazu geantwortet. Regenbogenfamilien sind alle glücklich. Gibt es denn auch Studien dazu, wie sich Kinder entwickeln, die damit leben müssen, dass ihre Eltern das Geschlecht ändern? Beispielsweise zwei Mütter, die sich dann plötzlich als Transmänner fühlen, sodass also aus den Müttern die Väter werden. Also ist es dann so, dass einmal Mutter immer Mutter oder in dem Augenblick, wo die Mutter sich als Transmann fühlt, wird die Mutter dann zum Vater? Wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Also Ihre Transfeindlichkeit, die Sie mal wieder hier geäußert haben, weise ich ganz entschieden zurück. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es eine ganz einfache Formel gibt. Kindern geht es dann gut, wenn sie geliebt werden und es ist völlig unabhängig davon, von wem sie geliebt werden. Auch hier habe ich zwei Meldungen zu Nachfragen, die ich zulasse. Die erste Frage stellt die Kollegin Hennig. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mit Bezug auf die Frage von Herrn Brandner möchte ich Sie, Herr Lehmann, gerne fragen, wie bewertet die Bundesregierung die Auswirkungen von Minderheitenstress und welche Rolle können gesetzliche Regelungen für die Gesundheit von Betroffenen spielen? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegin Hennig, vielen Dank für die Nachfrage. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass solche Fragen, wie wir sie gerade aus der AfD gehört haben, tatsächlich zu einem Stress für Menschen, die lesbisch, schwul oder trans sind, beiträgt, würde ich das auf jeden Fall bejahen. Und das ist leider ein international erforschtes Phänomen, dass Angehörige von Minderheiten unter Stress leiden. Und übrigens nicht, weil sie so sind, wie sie sind, sondern weil die Gesellschaft sie so behandelt, wie sie sie behandelt, nämlich oft durch eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Und das hat Teile der Gesellschaft. Und das hat leider sehr, sehr schlimme Folgen für die Betroffenen, nämlich ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen, wie Angststörungen bis hin zu erhöhter Suizidalität. Und deswegen ist alles, was wir tun, um für gleiche Rechte, für Akzeptanz, für Sichtbarkeit, für Selbstbestimmung zu sorgen, ist auch ein Beitrag für eine gesündere Gesellschaft. Die zweite Nachfrage stellt die Kollegin Jansen. So, jetzt hat die Kollegin Jansen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Lehmann, ich möchte noch einmal fragen, wann veröffentlicht das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Ergebnisse der Studie Umgangsrecht und Kindeswohl? Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Das ist jetzt zwar nicht zu diesem Themenkomplex, aber ich reiche Ihnen gern das veröffentlichte Datum, Zeitpunkt fest. Da bin ich jetzt gerade in diesem konkreten Fall überfragt, reiche das aber gerne nach. Dann ist das so verabredet. Die Fragen 6 und 7 werden nach unserer Geschäftsordnung nicht beantwortet. Ich rufe auf die Frage 8 der Abgeordneten Dr. Katja Leikert zur Position der Bundesregierung zum nordischen Modell für Prostitution. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Kollegin, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Bundesregierung hat sich mit dem Prostituiertenschutzgesetz von 2017 für eine Regulierung des Prostitutionsgewerbes und für weitere Bestimmungen zum Schutz von Prostituierten und gegen ein Verbot von Prostitution oder Nachfrage nach Prostitution nach dem sogenannten nordischen Modell entschieden. Das Gesetz zielt auf einen größtmöglichen Schutz von Prostituierten ab und soll die Gefahren von Menschenhandel und Zwangsprostitution eindämmen. Daher wird in diesem Gesetz zwischen legaler Prostitution und der Ausbeutung und dem Zwang von in der Prostitution tätigen Personen unterschieden.
Zwangsprostitution und Menschenhandel sowie sonstige Kriminalität im Umfeld von Prostitution müssen und werden mit allen Mitteln des Rechtsstaates, also mit Hilfe des Strafrechts, durch ordnungsbehördliche Überwachung, durch präventive und repressive Maßnahmen bekämpft werden. Von Gewalt und Ausbeutung betroffen erhalten Schutz, Hilfe und Beratung. Und bereits vor Abschluss der Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes, was ja ein Gesetzesauftrag ist, verfolgt die Bundesregierung mit Maßnahmen auf dem Gebiet der Prostitution und mit ihrer Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels konsequent den Ansatz, die Selbstbestimmungsrechte von in der Prostitution Tätigen zu stärken und den Schutz vor Gewalt zu verbessern. Um die Personen zu unterstützen, die aus der Prostitution aussteigen wollen, fördert unser Ministerium beispielsweise seit 2021 5 Modellprojekte mit einer Gesamtfördersumme von 3 Millionen Euro, und alle Projekte werden auch wissenschaftlich begleitet. Daneben befindet sich unser Ministerium im Rahmen des Bund-Länder-Ausschusses Prostituiertenschutzgesetz in einem ständigen Fachaustausch mit den zuständigen Landesbehörden, um in der Praxis eine möglichst effektive und bundeseinheitliche Umsetzung der geltenden Regularien und den bestmöglichen Schutz der in der Prostitution tätigen Personen zu erreichen. Das Prostituiertenschutz wird seit dem 1. Juli letzten Jahres evaluiert, und erst nach Abschluss der gesetzlich vorgesehenen Evaluation kann dann bewertet werden, ob und in welchem Umfang die Ziele des Prostituiertenschutzgesetzes erreicht werden konnten und wo gegebenenfalls weiterer Regelungsbedarf besteht. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihre Ausführung. Aus meiner Sicht klafft da wirklich eine große Lücke zwischen der Wahrnehmung der aktuellen Situation in Deutschland, wenn man sich die Situation von Prostituierten anguckt. Das Prostituiertenschutzgesetz, wie es fälschlicherweise heißt, hat dazu geführt, dass gerade mal knapp 25.000 Frauen überhaupt registriert sind in der Form. Wir sprechen von fast 500.000 Prostituierten in Deutschland, einem hohen Anteil an Zwangsprostituierten. Das würde ich wirklich die Ampel bitten, viel stärker noch in den Fokus zu nehmen. Meine Frage zielt darauf, es soll ja eine neue EU-Richtlinie auch geben. Die wird gerade diskutiert. Wie wird sich die Bundesregierung da positionieren? Angesichts der Tatsache, dass ja das Evaluationsergebnis erst 2025 vorgelegt wird, obwohl wir jetzt schon wissen eigentlich, was dabei rauskommen wird. Vielen Dank für die Nachfrage. Die Bundesregierung wird sich dann positionieren, wenn die EU-Richtlinie vorliegt tatsächlich, und ansonsten auf europäischer Ebene daran mitarbeiten. Ich finde aber tatsächlich wichtig, weil Sie auch einen richtigen Punkt angesprochen haben, dass nämlich die Ziele des Gesetzes, nämlich sozusagen einerseits Zwangsprostitution und Menschenhandel stärker zu verfolgen, dass es da sicher immer, übrigens auf Bund- und Länderebene bei allen Strafverfolgungsbehörden, beim Zoll, Verbesserungsbedarf gibt. Und das ist wirklich wichtig, das auch wirklich zu verbessern. Dass aber der Glaube, dass, wenn man Prostitution in die Illegalität verbannt, dann auch die Menschen, die dort tätig sind, besser geschützt werden können, halte ich und halten wir auch für ein Fehlglauben, weil dann nämlich beispielsweise auch so Unterstützungsangebote, wie ich sie gerade genannt habe, Modellprojekte, um eben Menschen auch den Ausstieg zu ermöglichen, sehr viel schwerer möglich sind, weil halt eben alle in der Illegalität arbeiten. Deswegen wäre mein Petitum und Plädoyer, tatsächlich die Evaluation abzuwarten, aber uns in der Tat sehr, sehr intensiv anzuschauen, wo es noch Lücken bei der Bekämpfung des Menschenhandels gibt, und dort sehr aktiv nachzusteuern, weil richtig ist, dass natürlich Menschenhandel auf allen Ebenen bekämpft werden muss. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Also abgesehen davon, dass hinter Ihren Ausführungen aus meiner Sicht wirklich ein problematisches Frauenbild auch steht, auch wie man an das ganze Thema wirklich herangeht, das ist ja auch eine Frage, ob man auch eine legale Prostitution möchte. Das kann man vielleicht an einer anderen Stelle diskutieren. Die Tatsache, dass wir in dem Bereich der ukrainischen Flüchtlinge auch Frauen haben, die in der Zwangsprostitution sind. Was sind da die Erkenntnisse der Bundesregierung? Wie wird damit umgegangen? Vielen Dank für die Nachfrage. Ich hatte dazu auch, als das im letzten Jahr sozusagen so war, dass nach dem furchtbaren Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine die ersten Menschen, vor allem ja in der Tat Frauen und auch Frauen mit Kindern, nach Deutschland kamen, schon dazu ausgeführt auch tatsächlich, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass halt eben dort alle, die beispielsweise aufnehmen, auch an den Bahnhöfen beispielsweise, wo die Menschen hier angekommen sind, dort direkt gezielt auch von Ordnungsbehörden, von Sicherheitsbehörden darauf geachtet wird, dass eben nicht sozusagen Frauen
angesprochen werden und dann sozusagen für Prostitution gegen ihren eigenen Willen gewonnen werden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und deswegen ist es auch gelungen, dass zum Beispiel im letzten Jahr auch beim Deutschen Institut für Menschenrechte eine unabhängige Berichterstattungsstelle zu Menschenhandel installiert wurde, die ihre Arbeit aufgenommen hat und dass auch tatsächlich auch im Rahmen der bundesweiten Koordinierung gegen Menschenhandel gerade das Thema Ukraine sehr, sehr intensiv behandelt wird. Und ich glaube, dass genau diese Sensibilisierung der Sicherheits- und der Ordnungsbehörden auch dafür geführt hat, dass eben auch diese große Gefahr, die wir alle ja sehen, nicht so groß gewesen ist, wie sie auch hätte kommen können. Und ich danke da auch ausdrücklich den Sicherheits- und Polizeibehörden für, dass sie hier, glaube ich, sehr viel Schlimmeres verhindert haben. Wir kommen damit zur Frage 9 der Kollegin Dr. Katja Leikert zur Gefahr doppelter Bewilligungen bei den Bundesprogrammen, das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit und Demokratie leben. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin Leikert, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Im Bundesprogramm Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit werden Doppelförderungen von Projekten ausgeschlossen, indem Antragstellende bereits bei der Antragstellung verbindlich bestätigen müssen, dass es keine Bezuschussung eines Angebots mit anderen Bundesförderungen gibt. Der Ausschluss der Doppelförderung mit Bundesmitteln wird zudem in die Zuwendungsbescheide aufgenommen. Auch im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung wird besonders auf mögliche Doppelförderungen geachtet, bei deren Vorliegen es zu einer Rückforderung der Zuwendung kommen kann. Im Bundesprogramm Demokratie leben regelt die Förderrichtlinie, dass Haushaltsmittel des Programms nicht als Komplementärmittel für andere Bundesprogramme eingesetzt werden sollen. Und darüber hinaus müssen Antragstellende in ihrem Antrag angeben, ob bei weiteren staatlichen Stellen eine Förderung für das geplante Projekt beantragt wurde. Ist dies der Fall, wird im weiteren Verlauf der Antragsprüfung sichergestellt, dass eben keine Doppelförderungen vorliegen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Gut, vielen Dank für die Auskunft. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Mit Blick auf das Demokratieförderprogramm, da wurden ja die Mittel für 2022 gar nicht verausgabt. Trotzdem hat die Ampel die Mittel erhöht für 2023. Liegen Ihnen da schon Erkenntnisse vor, inwiefern die Mittel auch abgerufen werden? Darf ich kurz nachfragen, meinten Sie jetzt 2022 oder 2021? 21. Für 2021. Genau. Im vergangenen Haushalt wurden die Mittel nicht abgerufen. Und für den nächsten Haushalt haben Sie den Mittelansatz ja um 160% erhöht. Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Es ist auf jeden Fall so, dass im letzten Jahr ein sogenannter Innovationsfonds gestartet ist, um eben die Restmittel, die es in diesem Programm gibt, übrigens eines der wichtigsten Programme, die wir in dieser Bundesregierung haben, um Demokratie zu fördern, um eben auch zivilgesellschaftliche Akteure, wie übrigens Kirchen, Jugendverbände und so weiter, bei ihrem täglichen Arbeit für unsere Demokratie zu unterstützen. Und dass die Mittel, die dort nicht verausgabt wurden, sind im Rahmen eines Innovationsfonds jetzt noch einmal ausgeschrieben worden. Es gibt sehr, sehr viele Bewerbungen, deswegen gehe ich davon aus, dass die Mittel, die zur Verfügung stehen, auch weiter verausgabt werden können. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Dann hat der Abgeordnete Brandner das Wort zu einer Nachfrage. Es geht um das Projekt Demokratie leben. Ich habe hier mal die Zahlen. Hört sich ja gut an, Demokratie leben. Wir als AfD leben und lieben die Demokratie ja jeden Tag. Sie geben da hunderte Millionen Euro für aus. Sie lernen was dazu. Ich habe Ihnen das ja versprochen. Bei jedem Satz von mir. In den letzten Jahren hat das dramatische Ausmaße angenommen. Die Ausgaben, die Sie für dieses Programm da in Ansatz bringen. 115 Millionen 2020, 150 Millionen 2021, 165 Millionen 2022. Und dann lese ich so, was wird unter Demokratieleben bei Ihnen subsumiert? Da gibt es dann Veröffentlichungen wie, ich zitiere, Fußball für alle, Empfehlungen für ein vielfältiges Stadion, Wünsche, Barrieren, Bedarfe queerer Fans oder Attraktivitätsmomente von Kampfsport aus geschlechterreflektierender und rassismuskritischer Perspektive oder vegan und muslimisch, ein Beitrag zur Inspiration von MuslimInnen und muslimisch gelesenen Menschen. Da fehlt mir jetzt der direkte Zugang zum Projekt Demokratie leben. Also diese drei Projekte, die ich Ihnen hier gerade... Meine Güte!
Das ist ja schlimmer als im Kindergarten. Ich will jetzt keinen Kindergarten hier abqualifizieren, aber was Sie hier an Peinlichkeiten mir von hinten ins Ohr versuchen reinzubrüllen, das passt auf keine Zuhaut. Auf keine Herr Brandner, Kuhhaut. Setzen Sie jetzt bitte das Fragezeichen. Ja, ich würde ja gerne fragen, wenn die hier nicht immer zwischenblöcken würden. Also meine Frage ist, die drei Projekte, die ich Ihnen da gerade vorgelesen habe, was haben die konkret mit Demokratie leben zu tun? Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter, ich kann an den Projekten, die Sie gerade aufgezählt haben, nichts Schlechtes erkennen, sondern ich kann erkennen, dass es sich um Projekte handelt, die für Demokratie sind und die vor allem für Vielfaltsgestaltung sind. Und zur Demokratie gehört eine vielfältige Gesellschaft dazu. Und alle Projekte vor Ort, sei es, ob sie durch Vereine, durch Kirchengemeinden, durch Jugendverbände, durch wen auch immer gefördert werden, die einen Beitrag leisten, dass in dieser Gesellschaft alle Menschen in dieser vielfältigen Gesellschaft dazugehören können, sind ein wichtiger Beitrag für die Demokratie. Liebe Kollegen, wir haben noch 4 Minuten. Das heißt, ich bin guter Hoffnung, wenn sich alle an die Vorgaben halten, dass wir die Frage 10 noch vollständig hier behandeln können. Ich rufe auf die Frage 10 der Abgeordneten Astrid Timmermann-Fechter zur Weiterentwicklung des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Frage, sehr geehrte Frau Kollegin. Ich beantworte sie wie folgt. Im Bereich der Pflege stehen wir in der Tat vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung immens steigen. Und deswegen arbeitet unser Bundesministerium intensiv an der Vorbereitung einer grundsätzlichen Reform der Familienpflegezeit. Unser Ziel ist eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und vor allem eine Unterstützung der Angehörigen, die Menschen in der Pflege oder die pflegebedürftig sind, auch unterstützen. Welche Kosten diese Reform verursacht, hängt natürlich von der konkreten Ausgestaltung ab. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ich habe die konkrete Frage, wann können wir denn mit den ersten Eckpunkten rechnen? Ist das in diesem Jahr, im nächsten Jahr? Das wäre schön, wenn Sie das noch etwas konkretisieren könnten. Vielen Dank für die Nachfrage. Diese Reform, die wie gesagt sehr, sehr wichtig ist, um eben pflegende Angehörige und damit auch die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu unterstützen, steht im Koalitionsvertrag und das ist deswegen auch für diese Legislaturperiode vorgesehen. Wann genau mit einem Referentenentwurf zu rechnen ist, hängt jetzt noch an der konkreten Ausgestaltung ab, aber ich werde sehr gerne den Ausschuss dann darüber informieren. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ich bin da jetzt aber etwas hartnäckig. Ja, die Legislaturperiode wird ja wahrscheinlich noch über 2 Jahre andauern. Können wir jetzt zum Ende der Legislaturperiode mit ersten Eckpunkten rechnen oder jetzt in diesem Jahr noch, Herr Staatssekretär? Das könnten Sie doch vielleicht doch eingrenzen. Ich glaube, die Legislaturperiode dauert in der Regel 4 Jahre. Deswegen genau, wir haben einen guten Teil schon geschafft. Es liegt aber auch noch etwas vor uns, übrigens auch, was den Koalitionsvertrag in diesem Bereich angeht. Und ich kann Ihnen jetzt leider nicht mehr sagen, als ich dann, wenn sozusagen die konkrete Ausgestaltung klar ist, natürlich auch den Ausschuss darüber informieren werde. So, meine Prognose hat sich nicht erfüllt. Wir können noch eine weitere Frage aufrufen. Das tue ich jetzt auch, nämlich die Frage 11. Des Abgeordneten Ralf Edelhäuser zur Aufnahme einer Pflicht von Zuwendungsempfängern zum Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in das Demokratiefördergesetz. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Frage. Ich beantworte sie wie folgt. Die Bundesregierung plant im Rahmen des Demokratiefördergesetzes keine Extremismusklausel. Bereits heute gilt, dass alle Zuwendungsempfänger des Bundes auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen müssen und staatliche Fördermittel nicht für extremistische Zwecke missbräuchlich verwendet werden dürfen. Und die Achtung der Ziele des Grundgesetzes ist auch im Normtext des Gesetzentwurfs als zwingende Fördervoraussetzung festgelegt. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, ich hätte nur eine Nachfrage dahingehend. Wie will die Bundesregierung bzw. das Familienministerium denn sicherstellen, dass durch die Förderung aus dem Demokratiefördergesetz und dem Programm Demokratie leben nicht zu einer Schieflage in der Förderstruktur kommt, nämlich dahingehend, dass Programme und Träger, die vielleicht etabliert sind, die in der Vergangenheit hier schon unterwegs waren, in pluralistischer und politischer Willensbildung unterwegs waren, hier vielleicht zu kurz kommen würden?
Vielen Dank. Ich versuche mal, also ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Und es ist ja so von der Systematik her, dass das Demokratiefördergesetz, was übrigens hoffentlich in der nächsten Sitzungswoche auch hier in erster Lesung beraten werden kann, ein Gesetz ist, was überhaupt zum ersten Mal einen gesetzlichen Auftrag an den Bund stellt, sich Demokratieförderung zu betreiben. Das läuft aktuell ja auf Basis eines Bundesprogramms, Demokratieleben und anderer kleinerer Programme wie Menschen stärken Menschen. Und das ist die gesetzliche Grundlage. Und das Gesetz ist ja relativ sozusagen schmal, weil eben das, was dann im Weiteren gemacht werden muss, nämlich zum Beispiel Förderzeiträume und so weiter, Fördervoraussetzungen, dann im Rahmen von Richtlinien erfolgt, die dann auch erarbeitet werden müssen. Das heißt, das Gesetz ist der erste Schritt und die Förderrichtlinien, die das Gesetz dann ausgestalten, ist der weitere Schritt. Sie können noch eine zweite Nachfrage stellen in aller Kürze. Wir haben die Zeit dann ausgeschöpft. Ja, vielen Dank. Ja, die zweite Nachfrage ist, wie stellt denn die Bundesregierung sicher, dass eine Förderung nach dem Demokratiefördergesetzentwurf nicht geringeren Anforderungen entspricht als die Anforderungen an die Steuerbegünstigung nach der Abgabenordnung in § 51 fortfolgende, wonach er eine Körperschaft im Rahmen der Rechtsordnung sich betätigen muss? Vielen Dank für die Nachfrage. Das Demokratiefördergesetz entsetzt nicht bereits bestehende Regularien wie beispielsweise die Bundeshaushaltsordnung und andere. Die Bundeshaushaltsordnung und andere gelten weiter, auch wenn das Demokratiefördergesetz dann in Kraft tritt. Das heißt, auch beispielsweise mit den Förderrichtlinien, die dann zu erarbeiten sind, werden Regeln der Bundeshaushaltsordnung nicht außer Kraft gesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank allen Beteiligten, aber vor allen Dingen Ihnen, Herr Staatssekretär. Wir sind damit am Ende der Fragestunde und verfahren entsprechend unserer Geschäftsordnung mit den Fragen, die nicht mehr aufgerufen werden konnten. Ich rufe auf den